die Partie an. Es geht los. Ist er vorbei? Ja, der kommt gut an. Jetzt schießt er und. Also diesen Torwart bezwingst du heute nicht. Nee, also wenn der Sonnending schon hält, was willst du dann noch machen? Es gibt Freistoß, so steht es in den Regeln. Gefährliche Flanke. Der Ball trifft den Pfosten und... Klare Sache, Einwurf. Da wird der Trainer zufrieden sein nach dieser Abwehraktion. Kleine. Auf der Außenbahn holt er sich den Ball zurück. Voll gemacht! Jetzt fangt bloß nicht an zu diskutieren. Das war ein klarer Elfmeter. Eine Wahnsinnsparade! Aber schau mal, wie er da die Ecke geahnt hat. Super. Er attackiert ihn. Er will den Ball. Gute Flanke. Aus dieser Flanke ist nichts geworden. Der Ball wieder beim Gegner. Ball im Aus, gibt Einwurf. Da sind die Einwurfspezialisten gefragt. Er attackiert ihn, er will den Ball. Was soll das? Guck mal hin! Ja, die Ball. Jetzt startet der Kollege durch. Und jetzt ins Tor. Und jetzt. Und der ist drin. Was für eine Schusstechnik. Aus diesem Winkel kannst du normalerweise das Tor nicht treffen. Ja, da sieht der Keeper unglücklich aus. Ja, ja, also sieht man ganz deutlich. Genau vor die Füße des Stürmers. Und er macht das Ding natürlich rein. Mintal. Klasse abgeblockt. Ein harmloser Roller ist das gewesen. Wir haben sowas früher Kullerball genannt. Und jetzt der schnelle Angriff, das wär's doch.
Der Ball ist im Aus. Eckball. Aus dieser Ecke ist nichts geworden und der Gegner ist schon wieder. Das wird ganz gefährlich. Achtung! Klasse Abwehrarbeit, gutes Stellungsspiel und den Schuss abgeblockt. So, es gibt Eckball. Ob die da was draus machen? Und per Kopf. Es ist immer das Gleiche im Fußball. Du musst dich konzentrieren. Holt ihn euch den Ball. Keiner hat ihn. Und schon wieder Eckball. Es gibt erneut Ecke. Ja, muss das denn wirklich sein? Eine Ecke und sofort wieder der Gegner. Elfmeter. Keine Diskussion. Was für Nerven in dieser Elfmetersituation. Aber schau mal, ganz, ganz sicher verwandelt, ganz abgezockt. Also hier sieht man noch mal ganz deutlich, der Torhüter dachte, der Ball geht an die Latte. Lukas Schmitz. Agi. Pinto. Steht da, der Torwart. Und er macht ein richtig gutes Spiel. Toller Pass. Im Zweikampf den Ball geholt und nun Attacke. Versucht's mit einer Grätsche. Das sieht gut aus. Achtung! Und der kommt genau an. Die Situation wurde geklärt. Er hat ein bisschen Nachspielzeit draufgepackt, aber jetzt kommt der Halbzeitpfiff. Ja, Frank, ich habe eine gute erste Hälfte gesehen. Kannst du mir dazu stimmen? Ja, außerdem würde ich mich nie trauen, dir zu widersprechen. Und wir hoffen natürlich auf eine zweite Hälfte, die viel Spannung in sich bringt.
Der Schiedsrichter pfeift die Partie an. Die zweite Halbzeit läuft. Da ist er gut dazwischen gegangen und hat den Angriff unterbunden. Den muss er jetzt rausholen. So, jetzt ist wieder Abwehrarbeit gefordert, denn es gibt Eckball. Aus dieser Ecke ist nichts geworden und der Gegner ist schon wieder am Ball. Klasse Zuspiel. Marius Ebbers. Gemacht. So, jetzt ist die Abwehr zur Stelle. So muss man sich als Abwehrspieler verhalten. Das war zu ungenau. Davon hat der Verteidiger sofort profitiert. Und gut blockiert vom Verteidiger. Wenn Sie jetzt einen haben, der weit einwerfen kann, das ist eine gute Position. Jetzt also die Auswechslung, das gute Recht des Trainers, noch mal was Neues auszuprobieren. Vielleicht gibt es hier doch noch den entscheidenden Treffer. Agi. Ja, da ist er gut dazwischen gegangen. Jetzt müsste er flanken. Gefährliche Flanke. Aus dieser Flanke ist nichts geworden. Der Ball wieder beim Gegner. Und den Schuss abgeblockt. So, jetzt haben wir das erste Tor schon in der zweiten Halbzeit. Das hat lange gedauert. Gebhardt. Und nun Albert Bunyaku. Ein Traumpass. Oh, schade. Zunächst. Klasse Keeperleistung. Alle Achtung. Gott sei Dank hat er sich den Ball erobert. Das hätte ins Auge gehen können. Klare Entscheidung nach diesem schwachen Ball. Einwurf. Pinola. Fragen sich, wie wird der Unparteiische entscheiden?
kriegt er keine Karte, aber ein paar ernste Worte. Ja, das finde ich ja ganz gut, wenn der Schiedsrichter da auch mal diese Möglichkeit nutzt, mit den Spielern zu sprechen. Das haben wir heute schon ein paar Mal von ihm gesehen. Entschlossen geht er dazwischen. Und schon kriegt er den Ball. Ein gutes Stellungsspiel. Caligiuri. Abgefälschter Ball und im Aus. Es muss ein Wurf geben. Vielleicht fällt hier doch noch der Siegtreffer. Und vielleicht ist der Trainer mit der Auswechslung erfolgreich. Will jetzt hier vielleicht noch ein Joker-Tor. Das ist natürlich auch eine schwache Abwehrleistung. Das muss man so deutlich aussprechen. Geht er rein? Sie machen Druck. Das kann ja nicht mehr lange dauern. Dann fällt er, der Führungstreffer. Also überhaupt keine Frage. Da muss er natürlich mehr draus machen. Aber wir reden über Druck. Und der ist da. Einwurf. Liazikas. Jula. Ja, so kann es weitergehen. Souverän geklärt. Ein riskanter Zweikampf im eigenen Strafraum. Ein Traumpass. Das war die einzige Chance, die er hatte. Spielen wir nach Regeln oder was? Freistoß natürlich. Da wird der Trainer zufrieden sein. Ja, tolle Chance. Da hat er abseits gepfiffen. Möchte er gerne einen Elfer gegen seine Mannschaft? Den kriegt man leicht bei so einer Grätsche. Und da bringt er den Fuß noch dazwischen. Und jetzt die Möglichkeit zur Flanke. Ein sehr schöner Pass. Souverän geklärt. Jula. Mal ganz ehrlich, den Sieg hatte letzten Endes auch keiner verdient. Logisch, dass diese Partie dann unentschieden endete. Wie hat der Opa gesagt, Fritz-Walter-Wetter und ein tolles Spiel. Ja, und das ist ja genau das, was viele Fußballer auch lieben. Solche Bedingungen, dann wird geackert, gerackert, da fliegen die Fetzen. Wunderbar. Das war's von mir, liebe Zuschauer. Ich gebe zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. Tschüss, bis die Tage. Ihr Manni Breukmann.